Liebe Leute da draußen, es ist wieder Freitag. Denkt daran, ihr müsst nicht alle dieselben Türen benutzen. Ihr könnt auch den ganzen Bahnsteig über einsteigen. Nicht nur in der Mitte, wo der Treppenaufgang, man kann überall einsteigen, ja. Und der nächste Zug kommt in 2 Minuten und nimmt die ganzen liegen gebliebenen zurück. Deswegen bleibt kurz hier, komm herein und wir starten los mit Mini-Metro. Los geht's. Hallo? Sie können auch die andere Tür. Nini, herzlich willkommen zu Mini-Metro. Florentin ist da. Hallo. Hey. Hey. Wir sind unerwartet, oder? Also es ist so ein bisschen so, ich habe einen Termin und muss auf die U-Bahn. Und ja, zack, stimmt. Findet man sich in der U-Bahn wieder und hätte gar nicht damit gerechnet, dass man heute noch U-Bahn fährt. Ich finde es aber passend, dass wir auf dem ganzen Sender die pünktlichste Sendung sind. Ja. Wir kommen jede Woche pünktlich um 11.30 Uhr. Das heißt, wir sind die einzige Sendung, auf die man sich verlassen kann. Ja, absolut. So, ja? Obwohl nächste Woche fallen wir aus. Nächste Woche seht ihr 7 Billion Humans mit Max und mir. Ah, okay. Weil ich habe einen neuen besten Freund, der heißt Max Zähler. So, wir haben hier wieder diese Hightech-Installation. Da kannst du so tolle Sachen machen. Ach, wir können wieder selber Regie führen, oder was? Ja. Mega gut. Mach mal Pip. Pip it. Oi. Yeah. Yeah. Mega gut. Geil. Super. Tolles T-Shirt. Mm. Schön. Ist es Hamburg, oder wie? Das ist Hamburg, ja. Bergtown. Guck mal hier. Uhlenwood. Ach, das ist aber Englisch, oder wie? Ja, das ist so ein bisschen cool, auf cool, weißt du? Aha. Das sind von unseren Freunden von Eid, die haben ja auch immer diese Rocket Beans-Kollektion gemacht. Ach, cool. Und die haben jetzt eine U-Bahn-District-Map-T-Shirt rausgebracht, ohne uns. Ein Shell. Moment, das hat aber jetzt nichts direkt mit Mini-Metro zu tun. Nee, ne? Das ist einfach nur die Hamburger genau. Bahn. Genau, das hat nichts mit Mini-Metro zu tun. Ja. Aber ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, ja. Dass so eine coole Marke wie Eid auf einmal. What the fuck? Das ist doch eine coole Marke wie Eid. Ja, wir drucken einfach mal eine U-Bahn-Map auf ein T-Shirt. Kommt bestimmt gar nicht mit an. Naja. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Hier schreibt auch schon Dr. Drake Ramray. Florentin und Krane are best mates. Genau, deswegen, was ist mit Max los? Also du bist jetzt mit Max ein bisschen am Shaker. Ich weiß nicht, Max ist schon ein interessanter junger Herr. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ich brauche jedes Jahr einen neuen besten Freund. So, du bist so 2018 für mich. Für mich bist Florentin, du, auch, du mich, hast keine besten Für mich Freunde. Bist du auch noch nicht in 2019 angekommen. Möchte ich dir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sagen. Als ernst gemeinte Kritik, für mich hängst du immer noch im September 2018 was, fest. Was an mir hängt, was genau an mir hängt noch fest? So eine generelle Attitüde. So eine Attitüde? So eine generelle Weltvergessenheit. Okay. Die war 2018 noch cool, 2019 nicht mehr. Schau mal, das ist so ein bisschen wie nach den großen Ferien und du kommst mit so einem neuen Freund zurück. Ganz ehrlich. Den habe ich im Urlaub kennengelernt. Den habe ich im Urlaub kennengelernt. Dem zeige ich jetzt immer meine Naturaliensammlung. Hä? Mein Amethyst kriegt nur noch der Tobi zu sehen. Mein Lapis Lazuli ist fuck! Ich habe tagelang diesen Stein geübt. Lapis Lazuli ist nur für den bedacht. Leute, wir sind im fucking letzten Level. The dream of the 90s is alive in Auckland. Leute, wir sind in Auckland unterwegs, der letzte Level dieses Spiels. Wenn wir diesen Level geschafft haben, haben wir gewonnen. Ja! Dann sind wir in der Endstation angekommen. Bitte alles aussteigen. Wollen wir in Auckland ran? Du bist ja grandios in Mumbai gescheitert. Ja, och, da gab's doch wieder. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal Mumbai aneggen? Weil wir haben hier tatsächlich 10% und das ist lächerlich. Unsere letzte Leistung... Eigentlich 20% sogar. Oh, mach weg. Ich würde sagen, eigentlich ist ein Level nur erfolgreich bespielt, wenn man in den oberen 5% ist. Und du hast letztes Mal Mumbai so ausgeteilt, jetzt bist du mal dran, ganz ehrlich, weil das war gar nicht so ein. Ja, Mumbai ist knallhart, weil man hat gleich ganz viele Loks generell bespielt. Mini-Metro, dabei geht es darum, diese weißen Symbole sind Haltestellen. Ja. Und an diesen Haltestellen erscheinen schwarze Symbole, das sind Fahrgäste. Und die Form dieser Fahrgäste, wie zum Beispiel das Dreieck hier, zeigt an, wo diese Fahrgäste hingebracht werden möchten. Und dort verschwinden sie dann. Und unsere Aufgabe ist es, ein Bahnnetz zu bauen, das möglichst viele Fahrgäste möglichst schnell und effizient nach Hause bringt. Verloren hat man nämlich, wenn zu viele Fahrgäste zu lange an einer Haltestelle warten müssen. Ja. Und wir haben 3 Linien am Anfang. Und es gibt verschiedene Symbole und es ist wahnsinnig kompliziert und es ist super fucking nervig. Das macht auch Spaß. Und es raubt einem schon den Nerv, bevor das Wochenende überhaupt losgeht. Ja, aber damit ist es natürlich sehr an der Wirklichkeit. Normalerweise haben die Wägen 6 Plätze.
In Mumbai haben sie allerdings nur 4, dafür hat man ganz viele Waggons. Mit diesen Waggons kann man hier hinten noch einen weiteren Waggon anbringen, dann haben die eine Kapazität von doppelt so viel, also 8 statt 4. So, Mumbai, was würdest du sagen, was hat dir beim letzten Mal in Mumbai die größten Schwierigkeiten bereitet? Also das Problem... Übersicht. Übersicht. Also das Problem bei Wägen und mehreren Loks, wo dann anstatt wenigeren Loks und wo mehr Passagiere reinpassen, ist einfach, du checkst nichts mehr. Ja? Weil du einfach auf jeder Linie sind dann auf einmal irgendwie Wagen mit 3, also Loks mit 3 Wägen, ja, also ein fucking Langzug, ja? Da ist ja nicht noch irgendwie so eine Doppeltraktion, ein ICE da auf die Strecke gejagt, ist ja wohl auch alles so. Aber du überblickst da gar nichts mehr. Du überblickst wirklich nichts mehr. Und das muss heute besser werden. Und da müssen wir uns auch, aneignen, dass wir da nicht den Überblick verlieren. Es ist super wichtig, den Überblick zu behalten. Wir haben ja, normalerweise startet man mit 3 Loks mit je 6 Plätzen. Und hier haben wir 3 Loks und 3 Waggons. Das heißt, eigentlich kann man, also wir müssen nur umdenken, dass das, was früher ein Wagen war, ist jetzt ein Wagen mit einem Anhänger. Ja. So, ich bin ja eigentlich wieder auf dem Trend des nie doppelt, nie Symbole zweimal dieselbe hintereinander. Ja. Die Frage ist, wie wir das jetzt hier ein... Wir haben da schon, kreuzt du da Strange mit dieser lila Linie, ne? Ja. Interessiert mich nicht. So vielleicht? Ja, also, sorry, also... Wieso? Nein. Nur nicht 2 Kreise hintereinander. Nur nicht 2 Kreise hintereinander. Ich muss mir nicht von 20%, Larry, hier erklären lassen, wie man Bahn wie Minimetro funktioniert. Ist das schon doppelte Geschwindigkeit? Nee, jetzt erst. Ach so. Wir haben hier wieder Dreieck, Dreieck, Dreieck. Da könnten wir eigentlich, genau, dem das eigentlich wegnehmen. Und alles läuft in Viereck zusammen. Wir haben 2 Brücken, damit können wir über den Mumm fahren. Erstmal Linie. Ich bin immer erstmal Linie. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das ist das Meer, ne? Wir hatten gesagt, Mumbai ist an der Küste. Mhm. Erste Sonderzeichen. Erstes Sonderzeichen. Mhm. Wird direkt natürlich angebunden. Hier ein. An mehrere Linien. Das scheint also dieses Mal. Ja. Ja. Vielleicht sogar an alle. Wir müssen aber, das ist, weil Exoten sind nur selten als Haltestellen und da kommen auch nur selten Fahrgäste. Also, das ist sowas wie Tierpark oder so. Ja. Mal irgendwie am Sonntag mit der Familie raus. Deswegen. Für mich deine Sonderaufgabe, bitte achte drauf, wie viele Prismen tatsächlich entstehen. Wir können hier die eine Lok auch mal verteilen. Letztes Mal war so ein bisschen meine Taktik, 2 Bahnen über den Fluss, weil wir gleich auf jeden Fall nach Osten sehr expandieren werden. Und dass wir 2 Hauptlinien haben, die den Osten und Westen miteinander verbinden. Das hat sich ja nicht als so gut herausgestellt. Mal schauen, was Florentin heute vorhat. Die ersten Spawns auf der anderen Seite des Meeres finden nun statt und eröffnet eine neue Linie. Und wir haben ganz kurz, damit wir das festlegen, wir haben die Farben. Magenta. Ja. Lavendel. Und das ist Mint. Cyan. Nee, was war das nochmal? Nee, das ist Türkis. Das ist das Türkis? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass das hier Magenta ist. Das ist Magenta. Das ist Orange. Oh, guck mal, hier kann man sogar löschen. What? Cyan. 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 Hier kann man die Linie löschen. Wie gut ist das denn? Ja, und jetzt? Ach so, jetzt kannst du es nochmal. Hier kann man die ganze Linie einfach auf einmal weglöschen. Und dann ist die auch sofort weg. What? Das erfahren wir beim letzten Mal. Also, wir haben, danke an die Regie, wir haben Magenta, Orange, Cyan, Lavendel. So. Mumbai hat ausgefallene Farben. Wenn ihr uns also Tipps da draußen geben wollt, dann bitte haltet euch an die richtigen Farben, okay? Dafür haben wir heute keine Zeit. Verständnis. Weg! Wie geht der wieder weg? So, Lavendel hat noch keine Lok. Okay. So, jetzt kommen wir schon mal in die Bredouille, aber wir haben nicht genug Brücken, um das anzuwenden. Diese fucking Ostseite wieder nur Kreise, ey. Das ist schon wieder so nervig. Ja, aber das wird sich ändern, weil da wird ziemlich viel gleich auftauchen. Viele neue Stationen werden da entstehen. Und da wird sehr viel los sein. Und also ja, schon Lavendel ist jetzt halt erstmal mit 94 Fahrgästen gibt Florentin seine eigenen Prioritäten, seine eigenen Vorstellungen. Tritt er mit dem blanken Fuße? Ja.
Du, ich bleib dabei. Ja, ja. Keine Doppelung. Ey, du, keine Doppelung. Kein Vorwurf an der Stelle. So, jetzt, wir haben vorhin schon die Linie genommen, nehmen wir jetzt mal Waggons, damit wir hier nicht ersticken und verteilen hier einfach jetzt mal. Und jetzt ist so dieses willkürliche, du kriegst einen, du kriegst einen, du kriegst einen. Und ich glaube, das bricht einem das Genick, wenn man völlig unbedacht die Sachen hin und her schiebelt. Ja. Da, nächstes okay. Sonderzeichen, da genau, können wir... Du, wir können eigentlich alle ballern. Aber das ist jetzt so... Cyan verlängern? Nee, Magenta ist schon zu lang. Nee, lass es mal bei Zyren belassen, weil ich glaube, wir haben nicht so viele Exoten. Wir haben noch kein Fünfeck. Und wir haben auch noch mal kein kein Raute. Nee. Sowohl in der Farblehre als auch in der Geometrie stoße ich hier an meine Grenzen, wirklich, was das angeht. Jetzt kommt hier noch irgendwie so ein Parallelogramm oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was... Wie warst du in Geometrie? Geometrie tatsächlich recht gut. In Mathe generell, Mathe... Ich war in Stochastik am besten, Geometrie zweitbesten und Analysis nicht so gut. Okay. Sag mal, ich weiß noch, mit dem Zirkel, da konnte man ganz schön gemein sein. Mit dem Zirkel. Schulnachbarn die Augen ausstechen, oder? Zum Beispiel, ja. Ich erinnere mich noch an die Szene, wo ich saß in meiner letzten Reihe. Und mein Kumpel von mir wurde in die erste Reihe versetzt, weil er laut war. Mhm. Und ich sehe ihn in Französischunterricht. Und ich sehe ihn nur Französisch, wie er verzweifelt versucht, während der Französischstunde die Geometrie-Hausaufgabe mit dem Zirkel unter der Bank zu machen. Mit ja, dem Zirkel. So das Papier wälzt sich. Ja, ne? Während die Lehrerin direkt vor ihm steht, weil du hast keine Chance. Zirkel im Französischunterricht. Ja. Jeder weiß, du Fremdbeschäftigung, mein Freund. Was willst du machen? Aber er war so verzweifelt und musste in diesen Zirkel immer und immer in jeder Millisekunde, wo sie sich weggedreht hat, musste er irgendwie in diesen scheiß Kreis machen. Und ich habe mich so kaputt gelacht. Ich saß in der nächsten Reihe und habe das so genossen, dabei zuzuschauen, wie er das struggelt. Ach ja, Schulzeit. Oh, wir haben ein neues... War eine Scheißzeit, ganz ehrlich. Wir haben ein neues Viereck. Nee, die Anbindung muss schon bleiben. Warum? Was ist mit Lavendel? Hier, Lavendel ein Viereck. Lavendel hat immer noch kein Viereck. Könnten wir verlängern. Guter Punkt. Ja, gefällt mir gut. Guck mal, wir haben keine... Doch, ein Fünfeck ist jetzt hier. Aber das passt schon. Direkt hier daneben gespawnt. Dr. Drake schreibt wieder, ich sehe da schon wieder den ein oder anderen Spivi. Den einen. Ja, naja, wo denn? Wo? Da zum Beispiel bei dem Kreis. In orangenen Kreis unter Lavendel. In der Mitte. Linie oder Waggon? Du nimmst immer schön Linie. Ich nehme Linie, aber guck mal, das ist doch jetzt wirklich eine Katastrophe, die ganzen Kreise hier. Wir haben keine Brücke, wir haben aber auch noch keine Brücke angeboten bekommen. Von daher kann ich da jetzt auch nichts machen. Wo ist ein Spivi? Das zählt nicht als Spivi, weil das eine Haltestelle ist. Der ist trotzdem ein Spivi. Naja. Aber gut, technisch gesehen. So, wir haben 5 Kreise im Osten. Wie machen wir das jetzt? Ich meine, das ist natürlich naheliegend. Der Wendel hat einen undankbaren Job, muss man auch mal sagen. Ich wäre da nicht gern Lokführer. Aber da wird ja auch gleich noch was spawnen. Sollen wir nicht nur Lavendel noch eine Unterstützung bringen? Naja, tendenziell, guck mal, wo haben wir denn gerade Sachen? Und das ist tatsächlich eher bei Orange. Bei Orange. Orange hat eine Lok, 2 Anhänger. Wohingegen Magenta 2 Loks, 1 Anhänger hat. Okay. Alles klar, danke. Alles klar. Das ist so ein bisschen wie... Ich habe nach dem Abitur war ich so reisen. Unter anderem war ich auch in so Interrail. Und dann war ich auch in Belgrad, in der Hauptstadt von Serbien, genau. Und da ist es mir tatsächlich passiert, da sind wir Straßenbahn gefahren. Und irgendwann, so um 14 Uhr oder so, hat die Bahn angehalten. Der Typ ist rausgestiegen und hat sein Brot gegessen. Und wir standen da. Wirklich. Ohne Scheiß. Aber das finde ich gut. Einfach Brot. Ja. Jetzt geht's hier kurz mal nicht weiter, Leute. Und jetzt... Ja. Wir sind auch einfach total verwöhnt, dass alles immer läuft. Ja. Oder? Dass es immer rollt und rollt und rollt und rollt und rollt. Unfassbar. So, eine neue Farbe. Ja. Was ist das für eine Farbe? Lachs. Ich glaube, es ist wirklich Lachs. Nein, Lachs ist ein bisschen rosafarbiger, glaube ich. Ist das schon Lachs? Nein, das ist doch. Was ist. Also. Es gibt doch bestimmt so eine App, wo man ein Foto machen kann und dann sagt er einem, wie die Farbe heißt, oder? Und wenn nicht, Leute, jetzt
Idee sichern. Lachs. Weil man sich auch die ganze Zeit durch die Welt geht und fragt, was ist das für eine Farbe? Was sagt der Chat? Team Lachs. Korall. Lachs. Olga Bratkopf. Hat Lachs-Tendenzen, ja? Pfirsich! 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 Ja, finde ich gut. Pfirsich finde ich gut. Dr. Necrovirus. Pfirsich. Also, guck mal. Sorry. Aber das hier ist Lachs. Zeig. Guck mal. Guckt euch mal die Farbe an. Warte, ich mach hier auf Cam. Guck mal, das ist Lachs. Jetzt mach mal, Janine, mach mal Pip. Du musst es ja daneben machen. Warte, stimmt. Mach mal die Helligkeit höher. Mach mal Helligkeit höher. Aber das ist sowas von Lachs, oder? Das ist perfekt Lachs. Naja, guck mal. Kannst du mich auch verschieben? Nee, ne? Nee. Warte mal, wir müssen mal... Oder warte mal. Nee, wir machen die mal ganz kurz. Zwei? Müssen die da rüber tun? Geht nix. Pip 3? Oh, fuck. Jetzt mach's wieder zurück. Guck mal, jetzt habe ich die daneben gemacht. Ja. Na, es ist nicht ganz Lachs. Das ist ein bisschen dunkler deins. Oder es hat das was... Merkt, ja, das vielleicht, hängt vielleicht in der Kamera. Merkt euch das mal, ich mach mal Pfirsich. Das sind Pfirsichfarben. Was sagt der Chat noch? Mango, Orange, Terrakotta? Terrakotta ist viel röter. Terrakotta, das ist ja dunkelrot. Aprikos? Das ist ja genau die falsche Richtung. Matt. Pfirsichfarben, das... Guck mal, hier steht vor allem Lachsfarben, Schrägstrich, Pfirsichfarben. Ja, das ist... Ach nee, das sind... Können wir nichts anfangen, ja. Ach, Pfirsich, ich meine, ich habe... Fleischfarben? Genta? Korall? Ferkel? Fleisch? Rosa? Nee, so... Also, ich habe jetzt hier nur ein T-Shirt in Pfirsich gefunden. Aber guck... Ah, guck mal! Das ist nicht so weit entfernt. Ja. Aber es ist nicht ganz da, weil es ist ein bisschen oranger. Vielleicht gibt es die Farbe auch einfach noch nicht. Zahnfleisch. Lauder Neighbor. Was? Schreibt. Zahnfleisch, finde ich nicht schlecht. Es gibt von Adobe so eine Seite, wo man sich so ein Farbspektrum machen lassen kann. Mhm. Color Wheel. Aber ich glaube, da gibt's auch so eine Übersicht von allen Farben. Kann man einfach mal eine Liste von allen Farben, die es gibt? Macht uns doch da mal ein schönes Open Doc Excel-Tabelle von allen Farben, die es gibt. Hm? Wollen wir mal weitermachen, Florentin? Oder müssen wir das erst klären? Warte mal, guck mal, jetzt die Farbe ganz, die da. Die ist es doch, oder? Guck mal, siehst du das? Ja. Ja, der ist sehr nah, ja. Das ist doch genau die Farbe. Und was heißt das? Das ist FF694C. Ja. FF694C. FF694C. FF649C. Nee, FF694C. FF694C. Das ist die Farbe, so heißt die Farbe. FF694C. So heißt die Farbe, genau. FF694C, die Leute schreiben. So, okay. Wunderbar, haben wir doch gefunden. Also, wir haben jetzt hier 2, 4, 6 Kreise. Aber das bringt jetzt hier nichts, eine Reihe aufzumachen. Weil wir haben keine Brücke. Ja, aber halt doch, aber was ist, wenn wir FF694C mit den beiden Linien verbinden, dann kann das an beide Linien verteilen. Weißt du, was ich meine? Wie? Dass man so eine Pendelbahn macht. Wo? Ja, komplett auf Ost oder was? Zwischen Orange und, ja. So? Ja, sowas. Zum Beispiel. Kann man auch noch verlängern. Aber wann würde man da einsteigen? Weil, also angenommen, ich bin jetzt ein Dreieck und bin hier. Ja. Ich würde doch nicht in FF694C einsteigen. Weil ich will ja weder hierhin noch da. Ich will ja darüber. Also warte ich auf den nächsten. Ja. Das ist Unsinn. Ja, aber ich glaub, dann wird jetzt eh gleich gucken, dass wir hier Orange kürzen. Aber Orange ist mit Viereck verbunden. Das braucht ja, aber wir haben doch hier ein anderes Viereck, mein Lieber. Guck mal, wir können doch hier jetzt mal wirklich jetzt mal so ökonomisch, wie es geht. Ja. Und dann nehmen wir FF694C und machen hier was. Okay. Sowas. Dass das vielleicht so ein bisschen der Ankerpunkt ist für zwischen Ost und West. Dreieck ist jetzt nicht angebunden. Da, wo du gerade drauf bist, genau. Ja, ich überlege, ob das nicht vielleicht Zyan nehmen kann. Ja, aber Zyan muss auch mit den, damit die umsteigen können, weißt du? Ach so, das meinst du.
So? Zum Beispiel, ja, weil damit man von da auch zu Fünfeck kommt. Über FF649. Ja, FF649 hat jetzt keinen Wagen, ne? Dann kriegt der von Lavendel. Hä? Nee, den habe ich jetzt im Falschen gegeben. So, Dreieck. Braucht Orange Viereck. Ja, schon. Ja, ja, auf jeden Fall braucht's das. Und dann machen wir einfach, genau, mach das sowas. Nimm den Kreis auf jeden Fall mit, ja. Guck mal, da staut sich gerade so ein bisschen Viereck, ne? Das, siehst du? Jetzt hat's weggeschaufelt. Weil nur, naja, weil nur Orange. Aber Orange ist super kurz. Orange kann hier schaufeln. Oh, am Magenta strauchelt. Na, das kriegt er schnell hin. Ach komm, ey, Lavendel, Alter. Aber das bringt eigentlich nichts, oder? Ich denke mir, warum. Nee. Naja. Doch, aber dann sind potenziell wird's von zwei Linien angefahren, weißt du? Aber dafür Orange länger machen. Naja, es stimmt. Aber Orange schon ist sein jetzt ist nicht. Ist nicht länger als Lavendel. Ja. Müssen wir auf Lila. Auf. Was haben wir uns jetzt. Auf welche Farbe haben wir uns da geeinigt? Lavendel. Ah, Brücke. Brücke, oder? Ja. Nee, ich meinte da ganz links die Farbe. Das ist Cyan. Nee, die. Das ist Magenta. Magenta, genau. Da haben wir jetzt ja gerade. Brauchen wir da vielleicht ein bisschen Lockverstärkung? So. Eins nach dem anderen. Wir haben eine weitere Brücke. Das heißt, wir können eine dritte Ostbahn entwickeln. Zum Beispiel Cyan. Zum Beispiel Cyan. Aber Moment. Oder FF6. Wie soll da der Winkel? FF964C verlängern. FF694C. Ja, ja, doch, stimmt. Finde ich gar nicht schlecht. Die schreiben alle FF964C. Nee, es ist FF694C. Aber wie soll der Winkel aussehen? FF694C. FF696 ist eine komplett andere Farbe. FF694C. Okay. Ich check noch nicht ganz, wie das aussehen soll. Genau, zum Beispiel sowas und dann nimmt es die mit. Nee, eigentlich. Hat dann aber auch vier Kreise, aber die haben alle da vier Kreise, ne? Ah. So ein Parallelding. Ja, warum nicht? Warum nicht? Finde ich gut. Braucht er den Kreis? Dann. Aber jetzt hat er nicht, ne? Jetzt hat er den nicht. Doch, 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 der hat. Aber eigentlich, ich weiß nicht, ob es gut ist, die da anzubinden, weil. Naja, mal gucken. So, Orange ist lang genug. Aber FF694C hat halt nur eine Lok gerade, ne? So, Dreieck hier oben. Orange und Lavendel sind zu lang. Naja, Lavendel ist noch am. Lavendel ist noch kürzer. Ah, ich hab noch einen Lock. Die braucht Magenta eigentlich, ja, oder? Ja. Obwohl, hier, guck mal, das ist die Strauche. Na, wo die kommt gerade. Da angefahren. Kommt gerade angefahren. Können wir hier nicht eine geile Kreisbahn aus Magenta machen? Das riecht so nach Kreisbahn. Lass uns das doch einfach so machen. Ist doch besser, oder nicht? Finde ich per se jetzt nicht schlecht. Haben halt zwei Kreise hintereinander, was deiner eigenen Philosophie widerspricht. Ja, guck mal Osten an. Guck mal einen Blick nach Osten. Ja, ja. Kommst du wieder auf den Boden. Und das ist das, was wir alle wollen. Auf dem Boden. Oh, Mumbai ist knallhart, ey. Du, man muss nur den Überblick bekommen. Guck mal, hier haben wir eine Raute. Die Raute muss halt weit fahren, ne? Mhm. Naja, die steigt hier in FF694C ein, steigt hier um auf Magenta. Passt schon. Kreis. Ja. Naja, der verliert halt hier den Umsteiger-Hub, ne? Der ist schon wichtig. Nee, eigentlich ist hier der Umsteiger-Hub. Nee, aber auf Viereck zum Beispiel würden die da, glaube ich, auch umsteigen, weil Viereck ja dann da oben. Weißt du, was ich meine? Ja. Orange hat drei. Ah, wir können ein bisschen umstrukturieren, eigentlich so, ne? Mhm. Was hältst du davon, langfristig
auch ein bisschen südlicher einen Übergang zu schaffen? Nach, du, ey, gerne, gerne. Weil wir haben jetzt ja nur da oben die drei Linien, die über den über die Meerenge kommen, ne? Weil theoretisch könnte man von da unten ja auch, könnte da Magenta was wegschaffen. Durch einen Flussübertritt. FF694C braucht einen Wagen. Aber wo haben wir den Wagen auf Orange? Eigentlich Orange hat zwei Wagen, das ist eigentlich zu viel. Den kriegt jetzt mal FF694C. Oh, Tropfen! Alle Linien hin verbinden? So, jetzt, wir reduzieren mal die Geschwindigkeit. Das ist jetzt zu krass gerade. Wir haben hier steckt. Leute. Magenta geht's gut. Ich glaube, Magenta kann auch noch. Magenta braucht gar nicht so viel Zeug. Orange, glaube ich, ist da hier das Problem, oder? Schafft es der hier noch? Der nach darüber? Da? Ja, aber er schafft es dann nicht alles noch da unten auch einzusammeln, ne? Das ist das. Jetzt kommt uns nämlich. Jetzt haben wir. Sind wir leidtragend davon, dass es im Süden überhaupt gar keine Meerengenüberquerung gibt, ja? Okay, Brücke, oder? Oh, na, oder Waggons? Mal, mach mal Brücke. Mach mal Brücke. Aber wir haben ja drei. Können wir nicht eine Brücke von da oben nach unten verlagern? Können wir auch machen. Ja, zum Beispiel können wir. Aber Waggons sind super wichtig jetzt, glaube ich. Ich finde zum Beispiel, wir können die orangene Linie komplett einstampfen, dass sie über den Fluss geht. Alle Brücke schreiben die Leute. Brücke. Brücke auf jeden Fall, schreibt Disco Bear. Lachs hat nur eine Bahn. Ich weiß nicht, was du meinst mit Lachs. Ja. Drück dich bitte gewählter aus. Ich hätte Lavendel gelassen und Zyan auf den Kreis im Norden. Ist Lavendel. Also jetzt Wagen oder Brücke? Waggon, Waggon, OMG, Brücke. Leute, entscheidet euch. Ihr könnt euch auch nicht entscheiden. Aber meinst du nicht, dass wir die Brücke von eine, wir haben ja drei Brücken oben, dass wir davon eine nach unten strukturieren und dafür mehr Waggons? Ich nehme Waggons, Leute. Sorry, aber ich brauche Waggons. Okay, und was bauen wir jetzt um? Also so, ich jetzt dafür lass uns FF694C doch mal umbauen, dass das so eine Südanbindung ist. Okay. Jetzt mal Prototyp mal so. Und dann aber auch alle auf alle verlängern. Nicht nur einen Kreis. Ja, guck mal, dann können wir die doch super kurz machen, oder nicht? Theoretisch, ja. Dann sind die richtig kurz. Oder? Das ist doch nicht schlecht. Und jetzt hat ja Zyan keinen Übergang mehr. Dann snackt Zyan die weg. Und vielleicht hier noch zu dem Umsteiger. Ja, natürlich. Ich glaub, hier ist viel los. Auf jeden Fall, ja. Finde ich gut. Mich sehr gut. Eigentlich braucht er den Dreieck. Ah doch, den hat er jetzt als Einzigen. Aber kann zum Beispiel da. Doch, den kriegt Magenta. Genau, und die Raute, dann nimmt FF964C noch die Raute links damit. Ist das noch die Anbindung? Und jetzt, so, wo brennt's jetzt gerade akut? Hier oben vor allem, ne? Mhm. Und wer kriegt den Wagen? Ich glaube. Guck mal. Wie wär's, wenn wir Lavendel noch an das Dreieck anbinden? Welches? Hier? Ja, dann können die vorher noch aussteigen, wenn sie Dreieck sind. Lass doch FF694C nicht am Ende von. Nein, zu schnell, Chat ist zu schnell. Bei dem Dreieck enden. Lass es nicht bei dem Dreieck enden. Lass es beim Dreieck enden oder nicht beim Dreieck enden. Hier. Ist auch nicht. Lavendel sollte den Kreis am Ende von Zyan noch bekommen. Den. Hä? Zyan endet nicht auf Kreis. Ja. Vielleicht meint er Orange. Ja. So? Pff, ist das ein Vorteil? Nee, gerade zumindest nicht. Gerade auf keinen Fall. Ich überlege nur gerade, ob Lavendel nicht zu lang ist, ob wir nicht zum Beispiel sowas machen und Orange den geben. Aber die sind doch ungefähr gleich lang. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja. Ich hoffe nur, dass es jetzt geht, aber Lavendel hat gerade jetzt die neuen Waggons bekommen hier. Jetzt müssen wir ganz kurz eine Übersicht schaffen. Magenta hat gerade nur einen. Orange hat. Weiß ich nicht. Wo sind die auf FF694C? Da ist gerade gar nichts. Orange hat zweimal. Wo sind hier die Waggons? Ja, da ist nix. Warum nicht? Ah, ich habe noch einen Waggon, Köcher. Den kriegt Magenta mal, weil Magenta hat noch gar keinen Waggon.
Wolltest du dir nicht lieber FF694C geben? Der hat schon einen Waggon. Ah, aber ja. Guck mal, Magenta, hier, da geht auch, na, das passt schon, das passt schon. Aber Orange ist unterfordert momentan. Sonst haben wir hier Kreuz, ist doppelt angebunden, passt eigentlich, glaube ich. So, jetzt da oben. Ja, das muss ich hier mal auseinanderporten, die hängen viel zu nah beieinander. Zwei Loks, zwei Waggons hat FF694C, das ist okay, glaube ich. Der kriegt schon was weggeschaufelt hier, ne? Da steigt jetzt keiner mehr ein, ne? Hier? Ja, und jetzt guck mal. Jetzt strauchelt das schon wieder. Na, aber da kommt doch noch einer. Das der kriegt den. Das ist halbe Geschwindigkeit. Das passt schon. Normale Geschwindigkeit. Und die steigen alle hier schon mehr Kreise aus. Hier, aber da steigt halt jetzt keiner ein, ne? Ja gut, ist auch nicht so wichtig anscheinend. Okay. Sollte man... Zyan hat momentan nicht so viel, ne? Ich glaube, Magenta noch über Knotenpunkt. Magenta noch über Knotenpunkt. Welchen Knotenpunkt meinte? Den hier oben? Den hier oben? So? Ja. Warum nicht? Im Kreis? Warum nicht? Warum nicht? Finde ich gar nicht schlecht. Nimmt da oben nochmal was weg. Oh, hier sind drei. Oh. Zyan vielleicht. Nee, dann nimm doch lieber von da oben Lavendel. Lavendel, ja. Auf jeden Fall. Und dass das Orange kriegt, oder wie? Zum Beispiel. Kann das nicht hier unten rumfahren? Oh, oh. Florentin. Ich weiß, dass das... Ach nee, das kreuzt doch gerade gar nicht, ne? Hier hängt's... Ja, doch, das passt schon. Das ist ja wirklich, also das kannst du auf dem T-Shirt drucken. Vier fucking Kreise in Folge mit der hässlichsten Farbe der Welt. Also die Linie kannst du auf dem T-Shirt drucken. Kein T-Shirt-Designer ever said. Orange hat momentan nur zwei. Ich überlege, ich... Sag mal, ist da eigentlich ein Kreis dazu gekommen da unten bei FF694C? Ja. Ja, ja. Orange kriegt das schon hin. Nicht überreagieren, nicht überreagieren. Ja, aber auch nicht unterreagieren. Orange Nordost ist zu voll. Nordost. Ui! Ui, 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 ui! Fahr! Dort, 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 das geht. Aber nimmt er genug mit? Ja. Ja. Jetzt da oben Kreis. Ah. Aber der wird sofort wieder Kreis. Der wird sofort wieder strugglen da, der Kreis, der, wo er gerade der Orange abgeholt hat. Ja, aber von wo können wir abziehen? Ich meine, wir können dem natürlich noch einen Wagen dazugeben. Ja, das bringt jetzt akut erstmal nichts. Ja, gut, wir können ja ein bisschen cheaten, aber. So, was ist jetzt hier los? Sehr viele Kreise, wenn wir das machen. Vielleicht muss das Zyan übernehmen. So als Nord-Süd-Verbindung, so ein bisschen. Ja, wir haben auch fast keine Fünfecke, ne? Aber irgendjemand muss Fünfeck haben. Braucht FF694C wirklich Kreuz? Naja, hier haben wir ein Kreuz, das stimmt. Aber ein... Ich sehe zum Beispiel da, bei Magenta sehe ich viel Dreiecke, ich sehe viel Kreuze. Und das bedient es ja eigentlich auch. Also, da können wir eigentlich nicht viel machen. Außer Magenta vielleicht so ein bisschen verstärken, ne? Also gerade spawnen ziemlich viel bei Magenta. Fällt dir das auf? Ah, Magenta hatte ich eigentlich immer so als sehr entspannt. Ich überlege gerade, ob wir Lavendel noch was zutrauen können. Weil Lavendel hat gerade nicht so viel. Sowas? Vielleicht können wir da auch... Naja, wir können keine Kreisbahn machen, ne? Nee, wir haben gar keine Bucke. Ist für mich nicht entscheidend, irgendwie. Ob wir das da machen. Ja, weil guck mal, wenn ich sowas sehe, da sind immer die Alarmglocken. Mhm. Leere Bahn gibt's nicht. Da muss Lavendel, muss mehr... Kapazitäten kriegen. Aber eigentlich, naja, die machen das schon weg und hier oben. Oh, fuck! Siehst du? Aber wo. Hä? Aber das. Ich dachte, der Timer geht zurück, wenn der, wenn die abgeholt sind. Nee, der. Ja. Der startet jetzt genau da, wo er aufgehört hat. Ne? Ja, Leute, komm. Fährt der gerade da ein? Oh, scheiße. Oh nein! Jetzt nicht wegen so einem. Oh Mann!
Aber du hast es gesagt. Mhm. Oh, das darf nicht sein. Das darf bitte nicht sein. Schafft er das? Der fährt ja gerade rein. Schafft er. Aber guck, ganz kurz, Florentin. Schafft er, bist du dir sicher? Ich glaube, wir sind hier durch. Guck mal, ganz kurz, ich will nur kurz was sagen. Nein, wir sind noch nicht durch, aber guck mal, ich will nur kurz was sagen. Und zwar da oben im Nordwesten, ja. Die ganzen an den Dreiecken sind überall Kreise. Ja. Das heißt, dass sowohl Orange als auch Lavendel sehr lange zum nächsten Kreis brauchen. Das ist nicht gut. Das stimmt. Deswegen habe ich Lavendel hier. Deswegen genau, aber, das. Aber, wo kommen die orangenen Kreise hin? Zum Beispiel. Oder braucht er diesen Dreieck hier? Jetzt haben wir hier halt natürlich ekelhafte Kreuzungen. So hätten wir keine Kreuzung mehr. Mhm. Aber den. Nee, das ist doof. Was haben wir? Zwei Dreiecke. Nestarius, rest in peace, Neustadt und auf besseren Osten hoffen. Ja? So, nee, das ist überhaupt nicht RIP. Das ist nichts RIP, nur dass wir unten. Die einzige ist es, dass wir hier oben vielleicht verlieren. Ja. Ich drücke auf Go. Komm, fahr. Oh Gott! Was? Yes, der ist durch, der ist safe. Nein. Der ist safe. Waggon oder Linie? Waggon erstmal, oder? Und das nächste Mal dann Linie? Stopp! Der ist safe. Ah, okay. Der ist super safe. Okay. So, also, wir haben. Also, FF6. Wir müssen mal denken, dass wir den wieder zurücknehmen, weil jetzt hat Orange viel zu viel. Ja. Cyan hat momentan am wenigsten noch, glaube ich. Die haben nur eine Lok und einen Waggon. Die kriegen schon mal einen Waggon. Obwohl Cyan super unterbesetzt ist, aber die müssen hier noch. Da müssen sie was wegschaffen, ja. So, jetzt brauchen wir wieder auf. Können wir Cyan vielleicht an Kreuz anbinden? Cyan an Kreuz. Weil da zum Beispiel dann würden da auch noch ein paar einsteigen, weißt du? Ja, stimmt. Hier sind Kreuze. Hier ist auch ein Kreuz. So, wo jetzt die Lok hin? Also, FF694C strauchelt offensichtlich. Sorry, aber das braucht irgendwie Support. Gut. Meine Meinung. Ja, die hat er gerade abgegeben an Orange, also kriegt die eine komplett neue Besetzung. Was ist Ola hier? Olga Bratkopf schreibt das auch. Was ist hier? Wir müssen den, glaube ich, hier mal ein bisschen cheaten, dass der das hier abholt. Getillen schreibt, hat Magenta echt nur einen Wagen? Stimmt das? Nee, Magenta hat zwei Loks, kein Waggon. Das finde ich problematisch. Sag ich dir. Warum steigt da niemand ein? Warum ist da niemand eingestiegen? Kreuz, Tropfen, Viereck. Wo sollen die einsteigen? Boah. Kann es sein, dass in Mumbai die Anforderung für wartende Gäste auch krasser ist? Dass die schneller der Kreis kommt, der auskommt. Die sind schnell unzufriedener. Die sind so fucking hohe Ansprüche in Mumbai. Das ist echt so nervig. Die wissen ganz genau, ich komme Bahnsteig, zack, schneller Kaffee, schnelles Croissant und dann ist meine Bahn da. Nicht ewig warten, jetzt noch ein Hörbuch hören oder was? Nee. Sofort einsteigen. Los. Ey, Cyan. Leute. Ja, schafft er die beide noch? Ich glaube schon. Aber er, da Magenta. Aber Orange ist super unterlastet. Das ärgert mich. Vielleicht nimmst du da mal einen Waggon weg. Was hältst du denn davon? Und gibst den an Magenta. Nee, Cyan brennt. Na, okay, Magenta, ja, stimmt schon. Ja, ist nicht schlecht. Die Frage ist, ob Cyan das hier überlebt. Ich habe das Gefühl, Mumbai ist so viel krasser als alles andere. Nakifas, grün kürzen, gelb über den Kreis im Norden. Es gibt kein Grün! Es gibt kein Grün, es gibt auch kein Gelb! Wo ist denn hier fucking Gelb? Alter. Oh, das reicht nicht, doch, das reicht. Guck mal, Orange im Osten. Weil da kein fucking Kreis ist. Ja. Oh, scheiße. Der muss direkt umdrehen. Oh Mann, ich hasse dieses krumme Mikrofummel, ey. Das ist so nervig. Guck mal, auch im Osten. Im Osten nicht. Warte, das ist jetzt wichtig. Oh Gott, schon wieder der nächste Kreis. Fahr! Gott, okay. So, Orange. Orange im Osten.
Florentin. Hat einen neuen Kreis bekommen? Ja, sehr gut. Furchtbar. Furchtbar. Genau, aber was machen wir da? Da müssen das ist halt so scheiße, weil da die Leute nicht aussteigen. Können wir denn eine Guck mal, wir sind doch Leute, wir sind doch wir, was und Florentin, was unterscheidet uns von einem normalen Bahner? Wir sind auch Künstler. Wir kommen von der Kunst her. Ja. Wir kommen nicht von der Bürokratie. Nein. Wir kommen nicht von dem stumpfen Auswendiggelernten. Wir sehen das ganze Bild. Für uns ist das eine Vision, die Sinn machen muss, aber die auch gut ausschauen muss. Ja. Die irgendwie was hergeben muss. Und so müssen wir jetzt rangehen. Ja? Wer kriegt den? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal so ein schönes Camp. Weißt du, so eine teambildende Maßnahme. Wir fahren jetzt erstmal in so einen Wald und campen da eine Woche. Und dann überlegen wir uns nochmal. Die Leute stehen am Bahnsteig und frieren, da regnet es. Die kriegen diese scheiß Wassertetraparks, die seit 1994 gelagert werden. Wir als kreative Bahner müssen jetzt erstmal so ein Recruiting-Camp machen. So ein Ding, weißt du? Vielleicht hast du recht. So ein mal rausgehen und mal sich neu finden, mal hast Bogenschießen. Hast du eine Maps vorbereitet? Was kommt so jetzt? So ein Bogenschießen vielleicht, ja? Oder reiten. So ein Eselausflug, so ein Alpaka durch die Berge führen Ding. Ich glaube, das wird frischen Wind reinbringen. Ja. Ich habe ja da nichts vorbereitet. So, wollen wir einfach weitermachen? Das kommt eine Matze oder so. So, Leute. Fahr. Tu es bitte. Schaffen die das? Die haben 1, 2, 3 Plätze frei. Ja, das geht gerade noch so. Fucking Lavendel! Mann, Cyan hat viel zu viel Zeug. Oh Mann, mit diesen ganzen Waggons. Ich brauche Loks. Oh, shit. Ey. Das ist nämlich ein richtiges Scheiße, ist das. Wisst ihr noch letzte Woche, wo ihr mich alle ausgedacht habt? Nimm die Lok! So, die fährt so rum. Ja, wir haben irgendwo irgendwas Krasses übersehen, glaube ich. Ja, das ist, ich glaube, gewagte These. Das Problem ist gar nicht, dass im Osten so viele Kreise sind, sondern dass hier unten so wenig Kreise sind, dass die ganzen fucking Kreise, die hier abgelegt werden können, hier alles verstopfen und hier nicht aussteigen können. Hä, aber was, stopp. Nee, das sehe ich nicht, was du da sagst. Das Problem ist, dass so viele Kreise hintereinander sind, dass die alle nicht aussteigen. Die machen nichts da. Die verstopfen einfach nur die Bahn und fahren hin und her und haben nichts erreicht. Und hier FF694C, der hat keinen Platz. Was ist denn mit motherfucking Cyan los? Warum sind die nie voll? Reicht es, wenn alle 4 einsteigen? Ah, nee, das reicht auch nicht. Doch, das reicht. 4 Leute rein. Bitte rein. Und Orange strauchelt schon wieder. Guck. Warum? Ja, weil da ist kein Kreis. Ganz einfach. Ah! Oh nein! Oh, das geht alles im Bach runter. Mann, wir haben doch so oft Waggons genommen. Wie können wir denn jetzt solche Kapazitätsprobleme haben? Alle sind voll. Was ist hier los? Fahr! Los! Damit. Sehr gut. Ja, jetzt auch. Nein! Stopp. Genau einer! Guck mal, überall bei Magenta. Wenn wir heute Abend nach Hause kommen, Florentin. Ja. Ja? Ich komme heute nie mehr nach Hause. Dann okay, ein Herzschlag. Dann, wenn würde, dann fragt unser Partner, wie Schatz und na, wie war's? Und dann können wir nicht sagen, gut. Nee. Sagen wir, heute war ich ein schlechter Bahner. Ja. Heute habe ich versagt. Ja, ich glaube, das Magenta kriegen wir nicht mehr hin. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt hier schon Wagen dran gehängt. Naja, wenn so. Na, guck mal, ich glaube, wir müssen FF694C hier weiterführen. Wenn der nicht schon einen Umkehrbefehl bekommen hat, aber Lavendel ist. Homo sapiens. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Einmal wird dein Kommentar. Ja. Einmal. Seit 10 Jahren schaust du Rocket Beans TV, kommentierst jede Sendung und dann. Wie Moderator XY mal beinahe meinen Kommentar vorgelesen hat. Fahr. Magenta, fahr! Nein! Oh, das ist zu langsam!
Na, da können wir dann noch irgendwie reagieren. Nichts ist leer. Nichts ist leer. Nichts ist leer. Ja, das ist ja egal. Es muss nur irgendwas kurz vor einem Bahnhof stehen. Ja, das ging. Wann lernst du das endlich? So. Wo ist es die richtige Richtung? Ja, ist scheißegal. Ja, ist die richtige Richtung, Dreieck und Viereck. Fahr. Ist nicht schnell. Fahr. Oh nein! Mumbai! Fucking Mumbai! 990, war das zumindest besser als deins? Jetzt gehen wir ins Menü. Du hattest fucking 500 mehr als ich? Wie hast du das geschafft, Alter? Ich dachte, es läuft richtig gut. Und dann haut er hier nochmal irgendwie... Ja, jetzt komm. Wir müssen in die oberen 5%. Wie, wir machen nochmal Mumbai? Im 20%? Hallo? Kann ich nie wieder Gino in die Augen schauen? Ich kann schon länger Gino nicht mehr in die Augen schauen. Der ist nämlich so groß. Oh, ich dachte, es läuft gut, ey. Und jetzt hat er 500 Punkte mehr. Wie hast du das denn... Hattest du einmal... Wir hätten die Brücken... Wir haben gar nie Brücken genommen, ne? Hattest du mehr Brücken? Also, wie locker er jetzt hier die Magenta-Pinsel schwingt. Ich lege... Oh, schön doppelte Geschwindigkeit. Ich will jetzt hier richtig Action sehen. Oh, Mann. Oh, ist das ekelhaft, ey. Mumbai ist eine Quatsch-Map. Ich stimme dir total zu, Capro. Aber die ist ja für die anderen Spieler auch schwer. Yeah. Also warum sind wir dann so schlecht bei 20%? Das stimmt allerdings. Mehr Tunnel, schreibt Adblocker. Ja, ich habe einmal die Brücken verschmäht. Das war vielleicht mein Fehler. Das stimmt schon, ja. Aber ey, es sah gut aus eigentlich. So. Hatten wir alle Linien eigentlich? Nee, ne? Ich glaube, einer hat noch gefehlt. So, was ist jetzt dein Prozess? Was hast du gelernt aus der letzten Runde? Aus der letzten Runde ist, wir brauchen von Anfang an bessere Verbindungen von Ost nach West. Also nicht auf einer Höhe das konzentrieren, sondern oben unten. Wir brauchen einen kreativeren Ansatz, wie wir diese Kreisproblematik, die safe bei mir jetzt auch gleich auftauchen wird. Und warum hat scheiß Psyche... Du hast noch Wagen im Köcher. Ja, Direkt die Brücke? Sag mal, direkt die Brücke, aber sind die denn zumindest fest? Doch schon, ne? Ich hatte auch die Brücke bekommen. Also sind denn die Sachen, die man jede Woche bekommt, sind die immer gleich? Nein, oder? Das glaube ich auch nämlich wirklich? Nicht. Nee, ich glaube auch. Die sind auch random, ja. Aber warum ist das Spiel so random eigentlich? Also die Spawns kann ich verstehen. Aber die Belohnungen jede Woche, die sind auch anders? Osten fängt wieder mit Kreisen an. Yep. Oh, guck dir das an. Ja, aber, so. Orange hilft, so. Die sind random, zumindest bis alle Linien freigeschaltet sind, schreibt Schattenpuschel. Tatsächlich sind die random. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Na gut, man hat ja, es gibt ja drei verschiedene Möglichkeiten immer. Es gibt ja Waggon, Linie, Brücke. Mhm. Davon hat man immer zwei. Also das ist jetzt nicht so krass, aber na, schon, kann schon manchmal schlechtes Timing sein. Cyan antropfen, ja, hat er schon gemacht. So. Diese Exoten, ich bin da immer unsicher, ob das nicht eine Linienverschwendung ist, weil die Exoten so selten sind. Ja. Mal, sorry, aber du hast jetzt schon Tropfen und Dreieck im Osten und ich hatte da nur fucking Kreise. Mann, ist das unfair. Was ist das denn hier, eine Taste? Ein V. Hier liegt ein V einfach. Ein V. Wo kommt das her? Ach, von dieser Tastatur hier. Tatsächlich, guck mal, so sieht eine Tastatur ohne Taste aus. Das ist ja einfach so eine Feder. Guck mal, kann man das sehen? Da oben. Achso. Guck mal, das ist einfach eine Feder ist unter so einer Taste. Das ja, natürlich. Aber auch nicht. Was meinst du, wenn da keine Feder wäre, dann würde die Taste einfach unten bleiben. Ja, aber ich dachte, dass das so eine cartoonhafte Boing-Boing-Feder ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist eine moderne Feder. Boing-Boing-Boing-Boing. Das Cartoon-Moin-Moin. So, Freunde. Was machen wir denn hier? Ja, egal.
Was mir auch aufgefallen ist bei dir, Florentin, dass man sich so versteift hat auf irgendwie alles verbinden, dass dann letztendlich es auch ein bisschen an den Grundlagen gescheitert ist. Also, dass irgendwie. Oh, okay, die Grundlagen. Erklär mir aber bitte die Grundlagen. Bitte. Erinnere mich nochmal bitte an die Grundlagen. Naja, das ist halt im Westen einfach auch nach einem Dreieck muss auch mal ein Kreis kommen, damit die Leute dahin fahren, dass die nicht irgendwie erstmal übers Wasser drüber fahren müssen, damit sie zum nächsten Kreis kommen, sondern dass es auch einfach hier bei ihnen sein muss. Ja, das hatte ich vergessen, ja. Ja. Stimmt. Nee, stimmt schon. Tatsächlich, man hat immer so dieses Feindbild Kreis, dass man nicht merkt, was Kreis einem auch helfen kann. Ja. Dass man ab und zu Kreis auch, man will immer Kreis möglichst raushalten, aber man muss es auch manchmal einflechten. Das stimmt schon. Da habe ich vielleicht, mein Kreisbild ist zu negativ. Die Taste ist leider, da ist ein Stück abgebrochen. Ich weiß nicht, ob die jemals wieder in die Tastatur finden wird. So, mal ganz kurz hier, da müssen wir mal ein bisschen kürzen. Das machen wir folgendermaßen. Zack. Nee, ich glaube, die ist verloren, die Taste. Zack. Dreieck. Soll ich mal Buch führen, was du auf welchen Linien hast? Ja. Warte mal, guck mal, hier liegt sogar so ein Nintendo-Notizblock. Ich hoffe, das sind jetzt nicht irgendwelche geheimen Aufzeichnungen hier. Doch. Doch, sind geheim. Ich glaube, das ist nicht. Das sind die Rocket Beans Geschäftszahlen. Doch, hier wurden auch Seiten raus. Das Jahr 2018. Hier wurden auch Seiten rausgestrichen. So. Also. Warte mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier Magenta. Cyan. Orange. Das ist mir hier schon wieder viel zu lang. Das machen wir gar nicht. Das machen wir einfach nicht mehr. Sondern wir machen das und das muss reichen. Wir machen auch nicht das. Sondern wir machen das und das. Bekommen wir es noch schlauer? Nee. So. Also auf Orange hast du 2 Loks und einen Waggon. Mhm. Und auf Magenta hast du auch 2 Loks und einen Waggon. Sehr ausgeglichen momentan. Mhm. So, jetzt haben wir hier noch einen neuen Kreis. Wir haben immer noch eine zweite Linie. Ich habe aber leider gar keine Lok. Deswegen bringt mir das noch nichts. Aber du hast noch eine Brücke, ne? Aber gut. Genau, ich werde da gleich eine dritte Linie rüberbauen. Okay, Lok. Ich habe ja noch eine Linie. Ja, das stimmt. Deswegen nehme ich die Waggons. So, jetzt für dein Buch vielleicht ganz interessant. Orange werde ich jetzt verkürzen. Ist mir nämlich zu lang. Mhm. Bis zu diesem Ding. Und werde eine neue Linie eröffnen. Und zwar folgende. Zack, zack. Zack. Über den Übersee. Ja. Zack. Und hat noch kein Dreieck. Oh, diese 2 Vierecke da. Deine Map sieht ja ganz anders aus. Nee, die ist komplett selbe, die identisch. Nee, die von den Symbolen meine ich. Achso. Ja, deine waren also natürlich Lavendel, ein bisschen leichter, aber. Was machst du mit den Waggons? Ja, also hier erstmal 2 auf Lavendel. Und hier noch ein blöder Kreis. Aber auch da können wir nur angemessen reagieren. Wer kriegt den Waggon? Ah, hier kriegt noch einer einen Waggon und da würde ich tatsächlich hier mal auf Magenta setzen. Magenta hat jetzt 2 Loks und 2 Waggons. Ja, da spawnt aber auch tatsächlich relativ viel, deswegen ist das auch berechtigt. So. Ihr strandet viel. Oh, Stern! Wo? Ah, da. Ja, aber bin ich jetzt nicht weiter an, weil wir haben auf Magenta 2 Loks, 2 Waggons. Hier haben wir jetzt gerade das Problem, es strandet recht viel an diesem Viereck. Deswegen binden wir das nochmal zusätzlich an Magenta. Finde ich sehr gut. So. Hier kommt noch ein Dreieck dazu. Können wir das auch Magenta geben? Hier, warum braucht es so lange leere Waggons?
Orange muss ein Tropfen im Osten, schreibt jemand, schreibt Schulzo. Orange darf auch nicht zu lang werden. Ne? Ja. Das ist schon, aber das ist eine super Dreieck da oben. Ja. Und ich möchte nochmal betonen, wie unfair das ist, weil bei mir ist gerade alles voller Kreise. Das könnt ihr nicht bestätigen. Jetzt ist Orange mir schon fast ein bisschen zu lang. Aber ich sehe ein... Orange hat zwei Loks, ein Wagen. Ich sehe ein, warum Orange antropfen muss. Auf jeden Fall braucht Orange... Ich nehme mal die Linie... Nee, ich nehme die Waggons und pack auf jeden Fall auf Orange noch eine Lok plus ein Waggon. Dann haben wir jetzt drei Loks, zwei Waggons auf Orange. Genau, binde das hier mal an. Und wer kriegt jetzt hier noch Support? Wir haben noch einen Waggon. Sowohl Lavendel als auch Cyan haben momentan nur eine Lok. Genau, die sind aber auch relativ kurz. Ja, also wir könnten hier zum Beispiel das noch machen. Finde ich gar nicht so schlecht. An Stern verlängern. So, und jetzt kommen wir hier natürlich in Regionen. Ja, Magenta ist super lang. Die ich nicht mehr so prickelnd finde. Und deswegen machen wir vielleicht mal sowas. Hier und verlängern diese Linie dahin. Und dann kriegt tatsächlich Cyan noch einen dritten Waggon. Einen zweiten Waggon. Cyan hat jetzt 1-2. Also die erste Zahl ist immer Lok und die zweite Zahl ist Waggon. Wir sind gerade in der Position, dass eigentlich alles okay ist. Ja, können wir grad... 500. Die Verlängerung von Cyan nach Stern ist doch nicht nötig. Solange Magenta so gut dabei ist. Ja. Cyan nicht zu Stern. Naja, gut. Ist halt immer so die Frage, weil die Linie geht ja eh durch. Und wenn die Linie nicht an die Haltestelle angebunden ist, aber trotzdem durchfährt, dann wird die Lok langsamer, die da durchfährt. Das heißt, man verliert Zeit. Ja. Von daher ist das immer so eine Streitfrage. Ringbahn mit zwei entgegenlaufenden Zügen. Ringbahn? Wo will er denn eine Ringbahn? Ich nehme mal die Linie, auch wenn ich sie noch nicht einsetze, aber hier zum Beispiel. Das ist doch auch blöd hier. Ganz kurz. So, Orange ist mir zu lang, deswegen werden wir hier mal kurz dieses Viereck wegnehmen und an Magenta anbinden. Das. So, jetzt hier, Orange strauchelt wieder. Wenn ich nicht darf. Kann das sein, dass Tini nur den Twitch-Chat liest? Nein, Noel, ich lese auch den Twitch-Chat. Wir haben alle Chats hier vereint. Sogar der YouNow-Chat ist hier dabei, aber nicht sehr, nicht selten, nicht oft frequentiert. Wer kriegt den Lock? Ah, genau. Ich würde es fast gerne Orange geben, aber es ist so lächerlich eigentlich, ne? Die Schwächste ist momentan Lavendel mit 1-1. Lavendel. Aber die hält sich ja auch wacker. Ist auch recht kurz. Orange. Orange ist super lang, ey. Wenn ich das schon sehe. Mach doch FF694C und entlaste Orange ein bisschen. Oder nicht? Ja, hast du. Du hast halt recht. Keine Brücke mehr? Ich hab halt keine Brücke mehr. Aber wie wär's denn mit einer reinen Ostbahn? Mit einer reinen Ostbahn. Das, ja. Bringt das was? Ja, denke ich auch gerade drüber. Dass da einfach mal so die Kreise und Dreiecke verschaufelt werden. Ja, ja. Bevor die über See gebracht werden. Finde ich nicht schlecht. Dann also, dass man in den Ländern selber schon mal ein bisschen was regelt. Ja, so. Dann würde ich nämlich vorschlagen, hier eine FF694C-Bahn zu machen. Die sehe ich. So, warte mal. Zack. Zack. Vielleicht Kreisbahn, dass die einfach mal so schaufelt. Kreis, meinst du? Vielleicht, dass die einfach mal alle Dreiecke und Kreise, die ja auf Osten vorhanden sind, ja, mal alle wegbängelt einfach. So. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber es ist halt ein bisschen... Ist eine unkonventionellere... Ich glaube nicht, dass die Exoten braucht, ehrlich gesagt. Nee? Nee. Oder? Aber mach mal. Ich bin mir selber nicht sicher, wie es gut ist. Ich denke mir nur, dass vielleicht Dreieck und Kreis sind die häufigsten Spawns, dass die einfach mal schon alles weg... Dengeln, aber wir gucken mal, wie die sich entwickelt, FF694C. Aber
richtig erkannt, FSX94C hat kein Viereck dann. Ja, aber vielleicht ist das so. Ja gar nicht das nötig. Ist so. Das ist so. Wir bei alle anderen Linien. So, die Linie kriegt jetzt hier erstmal noch. Wo, in welche Richtung fährt die denn? Nee, falsch. Von wo hast du die genommen jetzt, die Von Orange. Dann hat Orange 2-2 und F694C hat 2-0. Ja. Nicht gut, oder was? Nee, der passt schon. Ich will's dir nur sagen. So. Jetzt kommen Brücken oder Loks? Nee, Waggons. Ich würde fast sagen, ich nehme an der Stelle mal die Waggons, um unsere Linie ein bisschen zu verstärken. Also zum Beispiel kriegt FF694C einen Waggon. Ja. Ich würde eine Lok noch auf Cyan und einen Waggon tatsächlich für Magenta, um hier ein bisschen zu verstärken. So, Magenta wird langsam, aber sicher auch sehr lang. Und kann nicht groß unterstützt werden. Ja, Magenta könnte unten vielleicht ein bisschen was verlieren, oder? Im Süden. Ja, finde ich gut. Muss Magenta zum Beispiel unten an das Dreieck angebunden werden? Nein. Nein. Das wirkt doch auch nicht. Ja, doch, aber dann hier steigen die doch um, oder nicht? Brauchst du das Vierk? Ja, die können auch am zweiten Vierk umsteigen. Ist doch besser, zwei Umsteigespots zu haben als einen. Aber was ist zum Beispiel... Wir wollen doch die Leute entzerren. Diese ja. Drei Vierecke sind eine Frechheit da unten. Ja, es ist schon maximale Provokation. Also, ich würde jetzt mal langsam die Geschwindigkeit ein bisschen verringern. Gerne. Du bist fast schon bei mir. Ich hätte 990. Warum fühlen sich schlechte Dinge so gut an? Gerade, das ist meine Frage. Weiß ich auch nicht. So, hier, wen binden wir denn da mal dran? Ich würde sagen, das machen wir. So. So. Tropfen entwickelt sich dazu einen richtigen Hotspot da unten, ne? Weil da geht's halt dann rüber. Aber wer steigt bei Tropfen aus? Doch nur die von der FF694C, die Vierecke. Ja gut, das stimmt schon. FF694C bringt jetzt halt alle Vierecke zu Tropfen. Ja. Was ja per se nicht notwendigerweise schlecht ist. Hallo, was passiert hier? Ja. Warum ist es bei dir so fucking entspannt? Bei mir war absolutes Armageddon zu der Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Du musst aber sagen, dass du ein bisschen Spawn-Glück hast. Das musst du auch zugeben. So meinst du von den Haltestellen? Ja, habe ich schon ein bisschen Glück. Ich bin gespannt, welche Farbe die letzte Linie hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Guck mal ganz kurz hier. Können wir da mal Orange, nehmen wir da mal weg. Machen mal sowas. Vielleicht noch sowas? So. So, jetzt hier oben. Großes Problem. Da Magenta ist krass. Magenta ist krass, hat aber auch viele Sachen. Und warte mal, jetzt warten wir ganz kurz auf Sonntag. So, Lokomotive und. Ach Gott. Aber ja, gut. Ich brauche halt de facto gerade keine Brücke. Deswegen werde ich die Waggons nehmen. Ja. Und nochmals Magenta verstecken, weil es einfach tatsächlich die Linie mit. Noch eine neue Lok. Noch eine neue Lok und noch ein Waggon. Dann haben wir jetzt drei Loks und vier Waggons auf Magenta. So, wer kriegt noch einen Waggon? Lavendel ist die schwächste momentan mit 1-1. Hm? Muss aber nichts heißen. Also. Hier, guck mal. Ganz hier schreibt jemand, Magenta sollte im Norden mit dem Dreieck von Cyan verbunden werden. Welchen Dreieck von Cyan? Dem? Kann nicht Magenta auch eine Kreisbahn werden? Weil wenn du hier den E an... Ja, den anwendest, recht. Kannst du hier einfach aus Magenta eine riesige Kreisbahn machen. Hast recht. Hast vollkommen recht. Komischerweise wie bei mir. Bei mir war Magenta auch eine Kreisbahn.
Vielleicht ist das auch ein entscheidender Punkt, wann man Kreis, wann man, also der Übergang von Pendellinien in Kreisbahnen, weißt du? Ich glaube, es ist aber generell eine sehr gute Idee, eine Ostkreisbahn zu haben, eine Westkreisbahn zu haben und dann die Verbindungen. Zumindest, wenn es das topografisch hergibt, ja. Was ist der Unterschied zwischen Geografie und Topografie? Topografie geht in die Höhe, Geografie geht in die Breite. Gut. Du hast aber noch einen Waggon, ne? Ich habe nur noch einen Waggon. Und da, was ist das für eine Scheiße hier? Komm. Da müssen noch die Vierecke einsteigen. Kommt das alles mit, ne? Ja. Wo ist hier, denn hier, wo ist denn, ah, hier, okay, die warten alle auf Lavendel. Komm, wir geben Lavendel noch den Kreis. Guck mal, die warten alle hier auf. Das finde ich gar nicht gut, deswegen binden wir hier das noch an. So. Stern statt Viereck bei Magenta. Finde ich eine gute Idee, weil wir haben ja 3 Vierecke auf Magenta. Stern statt Viereck bei Magenta. Ja, ganz im Westen. Nee, nimm den Viereck doch weg, den oberen. Der braucht doch nicht 3 Vierecke Magenta. Brauche auch nicht, hast recht. Hier, das ist aber alles Raute, ne? Das ist alles Raute. Vielleicht können wir da noch eine bessere Anbindung schaffen durch. Ja, Pfirsich bringt nichts, ne? Pfirsich bringt nicht direkt was. Kann man aber zum Beispiel das machen? Ja, FSX94C verschiebt die Raute halt auf Tropfen. Hm. Es stimmt schon, dass Tropfen ein Problem wird. Kann man nicht Cyan von Tropfen nehmen, dass man eher 2 Hotspots hat statt einen? Bei Tropfen guck mal, wird, glaube ich, ein Problem. Lavendel hat nur Raute drin. Nur. Ja, Raute passt ja. Nur ich meine, ob man nicht FSX94C oder Cyan von Tropfen löst. Weil Tropfen ist jetzt halt der Hauptumschlagepunkt zwischen Ost und West. Und das wollen wir nicht. Naja, vielleicht lieber auf 2 verteilen. Weil sonst wird Tropfen immer. Und das Problem ist ja, wenn man anfängt zu teleportieren, dann hat man eh verloren. Vielleicht Cyan von Tropfen nehmen. Cyan von Tropfen nehmen. Florentin, hast du früher Heroes of Might and Magic gespielt? Nein. So? Vielleicht mal gucken, dass man da Tropfen entlastet, weil bei Tropfen steigen alle um. Sorry, Leute, jetzt. Aber FF wird nichts mitnehmen von Tropfen. Ja, eigentlich, aber nimmt Raute, nimmt guck mal, FF649 jetzt die Rauten mit. Weil die müssen ja einmal oben rumfahren, aber eigentlich müssten die einsteigen, oder nicht? Manchmal, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, nehmen die nicht mit. Und dann stehst du da. Okay, warte mal, die sollen jetzt diese die sollen diese Rauten mitnehmen. Was mache ich jetzt? Ich setze jetzt um. Nee, aber das FF649C wird das doch wuppen. Das sind doch hauptsächlich Rauten, wenn ich es richtig sehe, oder nicht? Ja, aber die müssten doch eigentlich einsteigen, weil die Raute in Fahrtrichtung ist. Und Viereck halt nicht. Kreuz. Ob die Kreuze einsteigen, ist jetzt spannend. Nimm meinen Finger da weg! Ja! Warum sind da jetzt die Kreuze nicht eingestiegen? Ja! Das ist halt der Nachbarbahnhof und die steigen nicht ein. Das kannst du mit einer Kurzfahrtticket kannst du das machen. Ja. Aber da müssten die Rauten müssten hier einsteigen. Das könnte gefährlich werden, ne, wenn hier jetzt die Rauten nicht einsteigen. Aber müssten sie schon. Ich wüsste nicht, warum nicht. Ja, haben wir irgend noch eine Glock, die wir da jetzt kurzfristig draufsetzen? Oder schafft er das? Ist der jetzt schon davor oder also wird er jetzt umgesetzt oder muss er erst noch unten zu Fünfeck fahren, frage ich mich gerade. Ja, das ist die Frage. Aber da der schon so eine Kurve andeutet ein bisschen, schwierig zu sagen. Weil das hier finde ich sehr gut. Dann können wir zum Beispiel 3, 4, achso, ja. Sowas. Puh, es könnte haarig werden, du. Es könnte haarig werden. Wir riskieren es mal ganz kurz. Nein! Oh, okay. Yes. Yes. Schön gemacht. Schön gemacht. Jetzt ist aber auf Orange, glaube ich, Orange überlebt das. Bist du noch im Bilde, Florentin? Ich bin im Bilde. Was willst du wissen? So, hier. Lokomotive und neue Linie. So, weil die Idee muss jetzt sein, eine neue
Was ist das für eine Farbe? Himmelblau? Himmelblau? Ja. Gefällt mir. Aber ist das nicht auch Cyan? So, Leute, jetzt wird erstmal Farben werden erstmal. Es gibt den ersten Chapnamen, FF694C. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nee, das allererste MacBook gab es in zwei Farben. Mhm. Tangerin, orange, mhm. Und wie hieß das andere? Cyan, glaube ich. So, Freunde. Hier werden wir jetzt erstmal verkleinern. So, das muss die Südlinie sein. Dann machen wir hier noch eine schöne Königsblau vielleicht. Königsblau. Die Töne sind aber auch sehr schön. Oh, ist das ein schönes Blau. Zack. Marin, schreibt jemand. Marin. Marineblau. Es hat halt Marineblau kein Viereck. Finden wir das schlimm? Guck mal hier. Muss das da noch dran verlängert werden? Naja, wenn man sich's mal anguckt, Marineblau ist ein bisschen dunkler. Das ist nicht Marineblau. Nee. Obwohl die Kamera, das sieht auf dem Monitor auch anders aus als hier. Das verfälscht das ein bisschen. So können wir natürlich nicht weiter. Okay, lass uns bei Himmelblau bleiben. Guck mal, ich habe jetzt hier oben eine Linie gemacht, die ist aber leider nicht an Viereck angebunden. Die sieht aus wie eine Tatze. Ja, sie sieht auch aus wie eine Tatze, ist nämlich Tatzenbahn. Aber hilft hier gerade gar nichts. Die, guck mal, die wollen alle zu Dreieck oder zu Raute. Naja, wir können gerade nichts dagegen machen, glaube ich. Aber hat die denn schon Loks, die Tatzenbahn? Eine Lok? Ja, eine Lok hat sie. Himmelblau haben wir jetzt gesagt, ne? Mhm. Hier spawnt eine Menge. Hier auch. Was nimmt das mit? Okay. So. Jetzt haben wir hier den Wurmfortsatz. Aber schafft das Lavendel? Ja, oder? Das kriegt hier mal. Was war, warum steigen die da alle? Bei Viereck da unten? So, jetzt sind das ganz viele Kreise oder was ist das? Ja, Kreise. Ganz, ganz viele Kreise. Aber auch mit den Dreiecken wie so Krallen, ne? Ja. Sieht wirklich aus wie eine Tatze. Das kannst du auf dem T-Shirt drucken. So. Also, ich bin stark dafür. Ich glaube, Magenta ist schon wieder. Schau mal, Magenta, da ist viel leer. Ich glaube, Magenta kannst du ein bisschen entlasten. Und ein bisschen auf. Oh, was hast du jetzt gemacht? Na, ich habe nur einen Wagen auf Cyan umgesetzt. Das spawnt gerade nichts, Mann! Natürlich, guck mal hier. Oh, hier ist schon wieder ein Kreis. Mega eklig. Ich glaube, Magenta kann was abgeben. Magenta, da ist viel leer. Magenta ist ja winzig klein geworden mittlerweile auch. Aber das scheint hier gerade jetzt ein Umschlagplatz zu sein. Ja, Cyan braucht mehr. Cyan hat momentan nur 2-2. Und okay, Magenta hat 3-4. Dann kriegt Cyan einen Waggon von Magenta. Ich glaube, dass FF694C auch Unterstützung brauchen wird jetzt langsam. Achtung, Cyan. Ja, der holt dich noch ab, ne? Warum ist gerade bei dem Viereck so viel los? Ah ja, das ist die Anbindung von Magenta zum Osten, ne? Deswegen steigen da viele aus. Ja. Da Hallo? Da wird es immer Stress geben.
Ich glaube, entweder musst du Magenta von dem Viereck lösen oder Cyan. Ich glaube, wir müssen hier wieder die Umschlagpunkte aufteilen. So wie wir es im Osten auch gemacht haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Warte mal, was nehme ich jetzt? Ja, ich habe ja keine Linie. Ich brauche keinen Waggon. Waggon. Ja. So, was machen wir jetzt mit dem? Also Himmelblau hat momentan nur eine Lok, von allen am wenigsten. Mhm. Ist aber auch neu. Ich meine nur, vielleicht kann man da ein bisschen vorbeugen. Ja, finde ich gut. Himmelblau kriegt eine entgegengesetzt. So, dann würde ich ein Waggon tatsächlich hier dem Pfirsich FF69 4C. Das wird nämlich auch immer größer hier. Wo ist denn die andere Lok? Da ist eine, wo ist die zweite? Wo ist die zweite Lok? Beim Kreis. Links unten bei Kreis. Ja, okay. So, dann haben wir noch einen Waggon. Orange ist halt auch noch. Orange ist 2-2. Könnte man da auch noch was machen? Klar. Weil es schon sehr lang ist, ne? Klar, Orange ist eine der Hauptadern. Ja, deswegen würde ich hier noch mal einen neuen Waggon dazugeben. Und warum? Schreibt man Lok mit CK? Nein. Nee, okay. 1500, Mann! Ja, aber hier ist. Ey, das ist einfach richtig gut! Ja! Aber orange. Und hier auch. Packt das denn? Oh, ich glaube, wenn du kurz. Ich glaube, FF694C braucht das Dreieck da unten. Weil da kann ganz lange kein Dreieck aussteigen. Genau, das Dreieck. Ob es die Raute braucht, weiß ich gar nicht. Du kennst meine Meinung zu Exoten. Ja, ja. Dass ich da kein Fan bin, ist, glaube ich. Dann braucht das auch hier nicht dieses Dreieck. Eigentlich, oder? Ja, obwohl doch. Eigentlich schon. Überleg auch, ob nicht Cyan den Kreis kriegen soll, weil Cyan hat auch schon seit ein paar Stationen keinen Kreis. Und lieber naja, hier, ja. Also, aber da können wir es wenigstens ein bisschen entschlacken, da gebe ich dir schon recht. So. Ich glaube nur, dass du den Knotenpunkt im Westen ein bisschen entzerren musst. Da wo Orange, Cyan und Magenta zusammenläuft, das hier. Da muss einer weg. Ich würde vorschlagen, Orange von dem Viereck auf das Viereck zu verlegen. Sag nochmal. Hier Orange von dem Viereck auf das Viereck zu verlegen. Okay. Dass man hier zwei Hotspots hat. Dass so? Ich das hier, ja. Aber dann kannst du auch einfach. Ja, den kannst du eigentlich auch lassen. So. Braucht es genau, dass ich das hier auf die drei Vierecke hier verteilt ein bisschen. Ja. Braucht Orange die Anbindung hier an Magenta? Eigentlich nicht mehr, oder? Na, Magenta hat Stern. Ja, Magenta Orange hat Stern. Keinen Stern. Ich glaube, es ist schon gut. Ich glaube, es ist generell gut, dass die schon. Aber vielleicht. Hier was Schöneres machen. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So. Oh, vollkommen willkürlich, warum jetzt auch bei Orange genau der. Naja, wahrscheinlich, weil da lange niemand aussteigen konnte bei den Fahrten immer. Das noch? Drei Vierecke auf Magenta. Magenta ist nicht mehr die Magenta, die wir mal hatten, ne? Magenta ist nur noch 3-3. Mhm. Das ist nicht mehr das Powerhouse, irgendwie die 4-4, die wir vor ein paar Minuten hatten. Kommt denn Werbung, ey? Wir sind komplett alleine. Müssen wir selber entscheiden, wann Werbung kommt? Ich glaube schon, ja. Ach so, na gut, gerne. Cool. Ja, unsere Fahrgäste freuen sich darüber, wenn wir durchfahren auch, ja. Alter, 1500, das ist vielleicht schon 10%. Das vielleicht. Es muss fair werden. Komm, wir machen 2000, ey. So, aber wie können wir gerade Orange besser machen? Wie können wir hier Micro mal kurz? Orange ist nicht so lang. Orange ist schon super. Orange ist stark mit 2-3. Solide. Ich glaube, Orange ist gut. Muss jetzt halt nur noch ein bisschen sich von diesem einen Makel da lossagen. Mhm. Und dann passt das schon. So, wenn Orange das überlebt, dann ist Orange super. Guck mal, was da ankommt für ein Wurm. Fahr! Ja, das läuft. Fahr. Oh, meine Herren. Das war, ich weiß nicht, ob der Timer immer noch zählt, während die einsteigen. Aber warte mal kurz, jetzt hier bei FF69, uiuiui, aber die musst du drehen. Aber wird die sofort umgesetzt? Nee, die muss erst im Kreis fahren.
Okay, die drehe ich mal kurz. Oh. Wird das eng oder was? Oder mal ganz kurz. Aber da steigen die Dreiecke zumindest dann alle ein. Das passt dann. Und bei Orange, was habe ich denn? Ui, ja, doch. Boah, das ist so knapp immer, ey. So knapp. Und jetzt haben, was haben wir hier bei Orange gemacht? Jetzt wird Armageddon, alles brennt. Orange ist auch ein bisschen ungleichmäßig aufgeteilt. Ja, da mit den Wagen, ja. Da hat einer 3 und einer 0. Die lassen wir mal kurz mal einfahren und dann lösen wir die alle. Hier 4 sich schon wieder. Was? Ich glaube Himmelblau. Na doch, passt. Fahr. Ist hier. Dann nimmt die mit. Läuft! Ey, die lösen sich mega gut auf. Cool. So, aber guck mal hier. Da können wir doch mal Orange was geben. Den. Ja, Orange verteilen. Ja, gib dir mal dem anderen. Der anderen Lok. Auf Orange. Wo ist die? Ja, das, ich glaube, das reicht, wenn du das da in die Nähe hinsetzt. Da und den zweiten auch. So. Hier ja. Ist irgendwie komisch. Ja, irgendwie schon, ne? Aber irgendwas ist FF694. Lässt auf sich warten, aber jetzt ja. Passt's. Ah, hier, wir haben den Kreis nicht angebunden. Blau, Himmelblau hat immer noch kein Waggon. Und kein Viereck. Kann Himmelblau nicht ein Viereck bekommen, das da oben? Genau. Oder muss man da über den See? Nee, aber das ist schon auch Bauchschmerzen, warum das überhaupt kein Viereck hat. Ja, eben gibst du ihm doch das Endstück von Zyan. Ja, nee, das geht über den See. Das geht nicht. Meinst du? Probier's doch mal. Hab ich schon. Guck mal hier. Läuft. Alles locker. So, hier. Oh, Himmelblau. Braucht Zeug, ey. Gib dem noch mal einen Wagen. Ja. Wo können wir was wegnehmen? Orange, von dem, der 2 Wagen hat. Oh, ungern eigentlich. Ungern. Also, FS694. Zyan vielleicht. Vielleicht von Zyan links. Zyan oder er hier, ne? Ja. Obwohl, der schaufelt halt immer hier die Vierecke rüber. Ach so, ja, Lavendel, ja. Aber wir haben jetzt auch Sonntag, warte mal. Fahr, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, so, mal ganz kurz. Aber es ist zumindest schon mal auf beide Vierecke aufgeteilt. Ja, das stimmt. Aber das sind die ganzen Kreuze, ne? Wo wollen die hin? Da. Ja, die haben nur Lavendel. Aber ich glaube, da steigt auch gerade was. Ja, der fährt halt gerade in die falsche Richtung. Kann ich ihn umsetzen? Ja, nee, ich glaube, du musst die neue Lok draufstellen. Hier meine neue Lok. Es reicht halt gerade so, ne? So. Wenn da einer neuer spawnt, dann war's das. Dann ist es verloren. So, Lavendel hat jetzt 2. Himmelblau hat eine Lok, einen Waggon noch bekommen. Und wo ist der Scheiß? Und er hier wird mal umgesetzt. Fährt auch in die falsche Richtung. So, zack. Kriegt er noch. Ah, nee, der kommt da. Okay. Was ist bei Viereck? Ja. Ah, doch. Ah, der hat genau die 4 aufgenommen. Perfekt. Der könnte aber. Warum fährt der hier durch? Weil der kein Viereck hat. Und warum hält das nicht mehr an? Stopp! Was? Es hat nicht mehr angehalten. Wie kann das? Ist die Tastatur jetzt auch kaputt oder was? Guck mal, die leuchtet auch nicht mehr. Die hat doch geleuchtet. Ist die ausgesteckt? Die ist ausgesteckt. Heavy. Oh, ich glaube, ich bin hier drauf. Florentin! Wir waren so gut! Sorry. Sorry, ich bin da drauf gedreht. Das ist nicht dein fucking Ernst. Oh.
Mann. Aber Moment mal. Vielleicht sind wir ja schon bei 5%. Wir hatten irgendwas 1006. Oh, es tut mir leid gerade. Das tut mir leid. Hey. Das tut mir leid. Manchmal passiert sowas. Manchmal holt dich die Realität ein. Aber guck mal, vielleicht haben wir doch die 5%. Du warst super. Das war eine super Runde. Guck mal, ob wir nicht vielleicht sogar die 5% schon haben. Es ist nur, weil du nicht spielen durftest. Du kannst nämlich keinen anderen neben dir zulassen. Menschen, das ist richtig gut. 5%, come on. 10, immerhin 10. 10 ist gut, Mensch. Aber keine 5. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Bis wann machen wir denn? Machen wir bis 1? Oder bis wann machen wir? Wie viel Uhr haben wir denn? Es ist 20 vor 1. Ich glaube, wir können nicht nochmal eine neue Runde anfangen. Es dauert zu lange. Mumbai ist knallhart, ey. Mumbai ist so hart. Geh mal in die Statistik rein. So, warte mal. Wo ist denn hier meine Maus? Ist sie auch ausgesteckt? Was ist das? Haben wir gemacht. Das haben wir geschafft. Das haben wir zumindest erreicht. Nee, man kann doch jetzt. Kann man noch in die Statistik reingehen? Ich glaube, man kann da nicht mehr zurück. Weißt du, was ich meine? Ach so. Das ist ja hier, das war ja das Spiel. Und da rechts unten, die Männchen? Was ist das? Trailer Park Boy, Germany. Ach, unser konkreter Rang. Ach so, ja. Ja, den hatten wir vorher auch schon. Ja, okay. Ach, das stimmt, ja. Mann, ey. Ich weiß nicht, was man... Aber ey, du hättest locker die 5% geschafft. Ja, mit 2000 dann oder so. Ja. Glaube ich auch. Naja. Ein bisschen mehr. Ich hätte es noch geschafft, wenn ich meine Scheiß-Tastatur rausgezogen worden wäre, weil du hier immer rumrennen musst, der große Florentin, der große Showmaster. Ich muss rumrennen und bedeutende Gesten machen, bedeutungsschwangere Gesten. Hey Leute, ich verstehe das Spiel. Oha, oha, ohi, oha. Einfach mal sitzen bleiben, während ich spiele. Aber nein, du kannst nicht akzeptieren, dass auch ich wollte dir helfen. Ist es auch ich wollte meinen Maulwurfsaugen. Ich mal was schaffen. Ich muss da, ich kann mit meinen Maulwurfsaugen nicht von hier sehen. Ich wollte dir helfen. Ich wollte dir in der Analyse helfen. Mit deinen Maulwurfsaugen. Es tut uns leid. Wir hätten euch gerne schönes, gutes Entertainment geboten. Erfolge auf diesem Sender auch mal. Pass mal auf. Pass mal auf. Nächste Woche kein Mini-Metro. Kein Mini-Metro. Danach bin ich 3 Wochen lang nicht da. Mhm. Das heißt, Mini-Metro geht jetzt erstmal in eine einmonatige Pause. Wir müssen uns erstmal beruhigen. Vieles vorgefallen. Vieles vorgefallen? Wir kommen, gehen nochmal in uns. Wir versuchen nochmal, wir analysieren alles, was wir uns schickt. Alle Kommentare werden gelesen. Sämtliche Statistiken werden analysiert und integriert. Und dann in einem Monat. Dann kommen wir zurück. Dann kommen wir zurück und dann machen wir fucking Mumbai fertig, dann machen wir Auckland fertig und dann machen wir das Ding zu Ende. Ja. Wir lesen jeden Kommentar. Wir lesen jeden Kommentar. Wir arbeiten alles ein zu einer super duper Symbiose. Wir kombinieren nochmal alles. Wir kombinieren nochmal alles. Und dann hängt ihr da auch alle mit drin. Ja. Dann ist, dann sind alle oder nichts. Dann seid ihr mitverantwortlich. Dann seid ihr alle mitverantwortlich. Deswegen, schreibt in die Kommentare alles, was ihr über dieses Spiel wisst. Gute Tipps. Organisiert euch. Macht Petitionen. Macht Analysen. Alles. Ein paar so Grundsatzdinger, ey. Das ist immer so. Genau. So wirklich immer so, alle 3 Stationen einen Kreis. Sowas. Ich weiß, wir haben das eigentlich überwunden, diesen Dogmatismus. Genau. Aber trotzdem nochmal so Grundlagenanalyse. Schreibt zitierfähige Sätze. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen keine Aufsätze. Wir brauchen zitierfähige Sätze von euch, wo wir uns dann selber den Rest drumherum bauen können. So, davon brauchen wir ganz viel. Und wir werden alles analysieren. Und dann kommen wir zurück als ein fucking super Mini-Metro-Monster. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, du hast es schon gut gemacht. Danke. Die letzte Runde war echt super. Ja. Aber es ist, ich würde mich gerne, ich weiß, was das Problem bei mir ist. Ich habe keine Lernkurve. Ich brauche einfach mal, weil du kannst dich halt nicht drauf verlassen, dass du dann nächste Woche auch gut bist. Ist das nicht super nervig?
Ich meine, wenn ich Fahrrad fahren lerne, dann weiß ich, ich werde nächste Woche auch noch Fahrrad fahren können. Ja, ich kenne das, du, ich weiß das. Du, ich mache das bei Rage of Empires seit 2 Jahren durch, ja, dass ich manchmal spiele wie ein Erstklässler und manchmal spiele wie ein junger Gott und es ist einfach willkürlich. Es ist einfach, ich komme selber nicht dahinter, warum das so ist. Es ist ganz merkwürdig. Apropos Rage of Empires, das seht ihr heute um 17 Uhr live. Ansonsten seht ihr jetzt noch fantastische andere Sendungen. Genau. Bleibt auf jeden Fall dran. Denkt dran, Leute, wenn ihr dieses Wochenende überstanden habt, dann kommt die ultimative Rocket Beans Woche. Alter, nächste Woche. Ohne fucking Scheiß, Alter. Ey, nächste Woche wird's. Was geht denn nächste Woche ab? Nächste Woche ist großer Geburtstag, 4. Geburtstag, das riesige Kneipen fürs Live aus dem Delphi Showpalast. Wenn ihr da seid, freut euch. Wir sind auch da. Wenn ihr nicht da seid, könnt ihr von zu Hause aus mitspielen. Es wird fantastisch. Ich stecke mit in den Vorbereitungen. Wir haben da passiert da alles Mögliche. Dann ist alles Mögliche, was ihr sonst noch eine Woche könnt. Und dann ist Freitag auch noch dein Pen und Pepper, ne? Ja, wird fantastisch, wird großartig. Hammergeil. Und heute wird noch der dritte Spieler revealed. Ja. Spannung. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.